Dieses Schiff hilft den Menschen in der Millionenmetropole Beirut wieder angstfrei zu atmen. Die Ammonitas hat 35 Container Sondermüll geladen. Hier drin stecken die Reste eines gefährlichen Chemiecocktails. Um 8:30 kommt das Spezialschiff beim Jade-Weser-Port in Wilhelmshaven an, eine Zwischenstation einer einmaligen deutschen Hilfsaktion. Rückblende zur Tagesschau vom 4. August 2020. Im Hafen von Beirut explodiert eine große Menge der hochexplosiven Chemikalie Ammoniumnitrat. Fast 200 Menschen sterben, 6000 werden verletzt, der Hafen ist in weiten Teilen zerstört. Wir müssen sofort nach Beirut, um zu helfen, entscheidet der Bremer Reeder Heiko Felderhoff. Also, so eine Zerstörung habe ich persönlich noch nicht gesehen. War also wirklich, war schockiert, beeindruckt schockiert, muss man wirklich sagen. Die Libanesen haben Angst vor Folgeexplosionen. Keiner weiß in dem Chaos, was an Brühe wo zusammenläuft. Sie bitten die Deutschen, sich im Hafen um die Entsorgung der Chemikalien zu kümmern. Eine Dokumentation, wo hier welche Stoffe gelagert werden, gibt es nicht. Ja, die Chemikalien durch die Explosion sind aus den Containern rausgekommen, sind zusammengelaufen und man hat da so einen Cocktail gehabt, den man nicht haben wollte. Also da war höchste Eile geboten und damit haben wir dann auch angefangen. Arbeit für Chemiedetektive. Unter höchsten Sicherheitsauflagen ermitteln die Deutschen, mit welchen Stoffen sie es zu tun haben. Von Aceton über Säuren bis hin zum Haushaltsreiniger. 4 Monate lang sortieren 30 Experten die chemischen Stoffe und verpacken sie sicher für den Seetransport zur Entsorgung nach Deutschland. Das Ablegen der Ammonitas aus Beirut wird im Beisein des deutschen Botschafters Anfang Mai wie ein Staatsakt begangen. 700 Tonnen Sondermüll sind zusammengekommen. Allein 2 Monate hat der Bremer Reeder Felderhoff gebraucht, um alle nötigen Genehmigungen für die Mission der Ammonitas zu bekommen. In Wilhelmshaven übernehmen die Entsorgungsexperten der Firma Nielsen den Sondermüll. Für die Bremer ein ganz normaler Job. Für uns sind das gewohnte Abfälle, die wir regelmäßig entsorgen. Besonders war die Herkunft, die Rahmenbedingungen vor Ort, jetzt nicht die Entsorgung in Deutschland. Bremer Hilfe für ein sicheres Beirut. Der Libanon sei in der Notlage auf die Deutschen angewiesen, so der Nielsen-Prokurist. In Libanon gibt es dafür keine geeigneten Entsorgungsanlagen, Entsorgungswege. Das ist auch der Grund, warum hier die Entsorgung definitiv in einem anderen Land erfolgen musste. Und ich finde es einfach auch nur richtig und konsequent, dass man sich nicht nur finanziell dann beteiligt, sondern auch mit Know-how und in diesem Fall der Abfallentsorgung. Die 35 Container transportiert Nielsen jetzt in das Sonderabfallzwischenlager nach Wiefels im Landkreis Friesland, bevor der Chemiemüll dann endgültig entsorgt wird.